Was geht, Leute, und herzlich willkommen zur lang ersehnten Last Man Standing Challenge hier in F1 2021. Ganz kurz eine kleine Erklärung für alle von euch, die nicht wissen, was die Last Man Standing Challenge ist. Wir machen gleich ein 100% Rennen auf der Strecke in Kanada, habe ich mir überlegt. Und das Ziel wird es sein, alle anderen 19 Fahrer aus dem Rennen rauszuhauen, sodass wir am Ende die Letzten sind, die noch auf der Strecke sind, der Last Man Standing eben. Das ist immer verdammt schwer, eine sauharte Challenge, aber eine saucoole. Und vor allem das Gefühl, das dann geschafft zu haben, ist echt unvergleichlich. Und deshalb freue ich mich sehr drauf, das heute wieder anzugehen. Und euch scheint das auch immer zu gefallen. Die beiden Last Man Standing Challenges, die wir in F1 2019 und 2020 gemacht haben, sind die beiden beliebtesten Videos hier auf meinem Kanal, was echt verrückt ist. Und ich habe einfach nur unfassbar Bock, das heute auch auszuprobieren. Ich bin mal gespannt, wie das in Kanada sein wird. Das ist nicht so eine typische Strecke, auf der man das versuchen würde. Monaco oder Singapur oder sowas eignen sich da natürlich besser, aber ich möchte auch, was die Strecke angeht, heute eine richtige Herausforderung haben. Außerdem wird das in dem Spiel auch interessant, weil wir ja erstmals, oder weil es ja erstmals den Schaden gibt an den Seitenkästen am Unterboden. Auch der Heckflügel kann beschädigt werden. Und diese Teile können halt nicht ersetzt werden. Wenn man sich den Frontflügel abfährt, ja, dann fährt man an die Box, bekommt einen neuen, aber eben die Teile, die ich gerade genannt habe, können nicht ersetzt werden. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwann zu großen Schaden haben, sodass wir das Auto abstellen müssen oder so. Aber das werden wir schon früh genug erfahren. Der Fahrer, den wir dafür heute nehmen werden, ist, glaube ich, ziemlich klar. Es gibt nur einen, mit dem wir das Ganze angehen können. Nikita Mazepin im Haas. Legen wir direkt los. Ich habe unfassbar Bock drauf. Man sieht es dem Publikum an. Heute steigt endlich das Rennen. Die Atmosphäre hier auf dem Circuit Gilles Villeneuve ist unglaublich und erwartet bestimmt ein spannungsgeladenes Spektakel. Ja, spannungsgeladen wird das auf jeden Fall, aber vielleicht aus anderen Gründen, als der gute Heiko Wasser hier erwartet. Ja, fangen wir direkt an. Ich bin mal gespannt, ob wir im ersten Versuch schon ziemlich weit kommen oder ob wir da ein paar mehr Versuche brauchen werden. Als erstes gilt es natürlich herauszufinden, was so die effektivste Taktik hier ist in diesem Spiel. Aus der Vergangenheit weiß ich noch, dass es meistens gar nicht so clever ist, auf einzelne Fahrer zu gehen und die irgendwie in die Wand schieben zu wollen. Viel cleverer ist es, sich irgendwie schlau zu platzieren in einer Kurve und dann die KI sozusagen die Arbeit für einen machen zu lassen, indem die sich alle gegenseitig raushauen. Und das war für eine Last Man Standing ein bisschen sehr verhalten hier in diesen ersten Kurven. Aber noch traue ich mich nicht ganz so viel. Ich würde mal vorschlagen, wir suchen uns direkt jetzt eine Kurve, in die wir uns platzieren. Und dann schauen wir einfach mal, was die KI da so macht. Anbieten würde sich natürlich direkt dieser Streckenabschnitt hier. Das ist alles sehr, sehr eng und die Mauern sind nicht weit voneinander entfernt. Hier passen vielleicht, wenn es gut läuft, 4 Autos nebeneinander gerade so. Also das ist schon ziemlich schmal. Und wenn man hier von der Ideallinie abkommt, ist es auch sehr leicht auszuscheiden. Von daher probieren wir es mal, uns hier hinzustellen und warten ab, wie die anderen Jungs hier vorbeikommen. Die beiden Mercedes sind jetzt schon unmittelbar hinter uns hier auf der Strecke. Schauen wir mal, was die machen. Ich hoffe, die krachen uns nicht voll rein, weil das dann auch sehr gefährlich werden könnte. Ah ne, die fahren einfach alle an uns vorbei. Okay, ja gut, aber wenn wir ein bisschen weiter links rüberfahren und uns einer da mit so einem Speed reinkracht, dann war es das, glaube ich. Die Kurve ist vielleicht nicht so die beste. Die sind einfach viel zu schnell hier alle, wow. Und Jeff, glaub mir, keine Strategie ist so gut wie die ich hier vorhab. Das kannst du gar nicht hinbekommen. Na, Alonso schießt ja auch vorbei. Auf den wollte ich eigentlich so ein bisschen lauern. Mal schauen, ob wir den vielleicht in der Haarnadelkurve irgendwie rausdrücken können. Die Haarnadel könnte auch eine sehr gute Option sein, um einige Leute hier aus dem Rennen zu eliminieren. Hier sind alle sehr, sehr langsam. Wir gehen selber vielleicht nicht so das höchste Risiko ein. Ja, so viel dazu. Okay, das wäre auch ein ziemliches Wunder gewesen, das direkt im ersten Versuch zu schaffen. Da hat man aber gerade schon gut gesehen, wie vorsichtig man wirklich sein muss und wie leicht das Vorderrad abfällt. Mal schauen, ob wir es schaffen, hier Lando Norris direkt aus dem Rennen zu nehmen. Es tut mir zwar leid, dass du der Erste bist, Lando, aber irgendjemand muss da das Opfer sein. Ah ne, er verliert aber nur sein Frontflügel, scheidet allerdings noch nicht aus. Hier haben wir jetzt 2 Autos neben uns, die wir natürlich ein bisschen versuchen können, in die Wand zu drängen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn die da jetzt in die Mauer krachen, dann könnte das die ersten DNFs geben. Aber nein, noch nicht ganz. Fernando ist hier allerdings ganz verlockend neben uns. Oh, der macht das da aber schlau. Ich dachte, dass wir ihn da in die Wand gedrängt haben, aber nein. Dann nehmen wir doch direkt wieder Lando mit dem wir vorhin schon Spaß hatten. Ach, schade, noch sind alle 20 Fahrer im Rennen, hoffentlich aber nicht mehr lange. Oh, das war gut. Das war perfekt. Genau das wollte ich vorhin eigentlich mit Alonso machen in der Haarnadelkurve. Und hier hat das optimal geklappt. Und Alonso hängt da auch dahinter fest. Haben wir den vielleicht auch gleich mit rausgenommen? Ah, nee, jetzt fährt er vorbei. Boah, unser Auto ist aber jetzt schon sehr stark beschädigt an den Seitenkästen und am Unterboden. Boah, das könnte echt eine Riesen-Challenge werden. Das ist halt was Neues, was man so noch nicht kennt aus den letzten Spielen. Diese Art von Schaden.
Fernando, ich mag dich eigentlich. Ich weiß nicht, warum er hier so unser, unser größtes Opfer ist in diesen ersten zwei Versuchen, aber so ist das halt. Hat das schon gereicht? Ah, nein. Aber, oh, unser Unterboden leidet da extrem. Da, boah, krass. Krass, der ist jetzt schon fast rot. Wenn man es versucht, jemanden so in die Wand zu drängen, puh, dann kann echt einiges kaputt gehen am Auto. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann so schlimm wird, dass wir das Auto abstellen müssen. Wenn man dadurch nur langsamer wird, ist das ja kein Problem. Das kann uns egal sein, aber wenn das irgendwann zu einem Totalschaden wird, dann ist das sowas von ein Problem. Fragt mich nicht, was das war. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie wir noch im Rennen sind. Ich wollte erst an die Box fahren und dann dachte ich mir, nee, komm doch nicht, wir verlieren den Flügel eh gleich wieder. Und dann ist irgendwie das daraus geworden. Come on, alles geben, Jungs. Das muss ein halbwegs schneller Stop werden. Ich wäre gerne in der ersten Kurvenkombination, wenn der Rest des Feldes dort ist. Ah, das werden wir aber nicht ganz schaffen, oder? Boah, das ist ein langer Stop. Auch mit Frontflügelwechsel, klar. Aber 9,3, da hatten wir schon schnellere in der Karriere zum Beispiel. Bei denen auch unser Frontflügel gewechselt werden musste. Aber klar, die Jungs müssen sich natürlich so ein bisschen ihre Kräfte einteilen für später. Das wird nicht der letzte Boxenstop heute bleiben. Und wir kommen tatsächlich ganz gut mitten im Feld hier wieder auf die Strecke. Und knüpfen uns direkt mal George Russell vor, der aber gut ausweicht. Wow, und sich jetzt sogar vorbeidrückt an uns. George hatte ja mal gar keinen Bock hier auf irgendwelche Spielchen und die anderen auch nicht. So leicht lassen die sich gar nicht in die Wand schieben. Ah, komm, das kann doch nicht sein, dass wir nur einen hier raushauen können in den ersten Runden. Da müssen schon noch einige dazukommen. Oh ja, wow, das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Giovinazzi hat da echt einen guten Job für uns erledigt. Und Latifi ist ausgeschieden bei seinem Heimrennen. Und Räikkönen auch. Das war gar nicht Giovinazzi dann, okay. Ah, doch, das war Giovinazzi, der aber seinen Teamkollegen dann eliminiert hat. Schauen wir uns das mal an. Das war echt cool gemacht eigentlich. Dann fährt Giovinazzi hier auf die Strecke, nimmt Latifi mit und Kimi kracht ihm dann noch in die Seite. Komischerweise ist Giovinazzi aber gar nicht so viel passiert. Ah, mal wieder gibt's hier aber das altbekannte Problem, dass die Positionsanzeige sich nicht aktualisiert. George Russell, oh, okay. Ein Motorschaden erwischt hier, George. Das ist auch cool. Das ist einer weniger, mit dem wir es zu tun haben werden. Genau, die Positionsanzeige aktualisiert sich erst, wenn man die Fahrer, die ausgeschieden sind, überholt sozusagen. Also wenn man bis zu der Stelle, an der die ausgeschieden sind, gefahren ist. Das werden wir aber bei den allermeisten nicht schaffen. Somit muss man einfach auf der Karte schauen, wie viele Fahrer noch übrig sind. Da kann man das ja gut sehen. Oh, die Schikane ist halt auch ein cooler Platz, ne? Es ist zwar sehr gefährlich, aber ich muss das, einmal müssen wir das probieren. Man kann hier nicht in Kanada so eine Challenge machen, ohne die Schikane mal als Spot auszuprobieren. Oh, Mick! Ah, das ist aber cool. Das könnte gut sein. Die schießen da alle voll über die Schikane. Wenn wir uns vielleicht ein bisschen besser platzieren, dann ballern die voll in die Wall of Champions. Einfach mal so. Der nächste, der hier entlang kommt, ist wer? Fernando Alonso mal wieder. Er ist draußen. Wir aber nicht. Nein, wir nicht. Wir nicht. Sehr cool. Boah, da hat sogar unser Diffusor irgendwie was abbekommen oder was das darstellen soll. Wir kriegen hier Schaden an Teilen, von denen ich nicht mal wusste, dass die beschädigt werden können. Hi, Yuki. Teamkollege aus der MyTeam-Karriere. Was geht ab? Was geht ab? Oh, den drängen wir hier gut in die Wand. War es das schon? Ah, nein. So ein leichter Aufprall reicht nicht. Ah, Jeff sagt tatsächlich, der Heckdiffusor wurde stark beschädigt. Wäre cool, dass der auch Schaden nehmen kann. Das wusste ich noch gar nicht. Na, Yuki, funktionieren deine Bremsen heute gut? Ich hoffe es sehr. Okay, das war nicht gut gemacht. Da haben wir Glück, dass unser Vorderrad das ausgehalten hat. Boxenstopp Nummer 2. Ihr macht das, Männer. Mal schauen, ob wir ein bisschen schneller das hinbekommen als vorhin. Oder ob die das schneller hinbekommen, besser gesagt. Nein, sogar noch langsamer, oder? Ah, nee, ungefähr dieselbe Zeit war das. Die sind mir alle ein bisschen zu verteilt. Das gefällt mir eigentlich nicht. Man hat viel größere Chancen, wenn das komplette Feld beieinander ist. Na gut, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass die hier wieder ein bisschen zusammengeführt werden. Ah, Lance Stroll zieht vorbei. Die Haarnadelkurve eignet sich aber bestimmt gut dazu, um so einen kleinen Stau zu verursachen. Das stellen wir uns einfach mal hier hin und dann gucken wir, was passiert. Ah, okay, Giovinazzi fährt schon mal vorbei. Sind die echt so schlau, dass die hier einfach ausweichen? Das würde mich fast ein bisschen überraschen, aber bei Giovinazzi sah das gerade ganz danach aus. Auch Ricciardo, der das Rennen jetzt anführt. Ja, die fahren eine viel weitere Linie. Okay. Das ist natürlich nicht dumm, die machen das schon gut. Aber für uns ist das verdammt ärgerlich. Na, Leclerc, was geht ab? Was geht ab? Dich nehmen wir jetzt mal mit. Das kann ja nicht sein, dass hier alle einfach an uns vorbeifahren. Oh, das ist so eine kleine Einbuchtung in der Mauer, oder? Ah, nee. Nee, das sah leider nur so aus. Na gut, sein Frontflügel verliert er mehr als das, aber leider nicht. Vielleicht ja jetzt? Ja, ja, ja. Oh, das war gut. Das war gut. Da haben wir Leclerc voll aus dem Leben genommen. Durch diese Einbuchtung, die da eben in der Wand war. Das ist auch eine gute Taktik. Da gehen wir selber gar nicht so ein hohes Risiko ein, aber es ist ziemlich sicher, dass derjenige, den wir uns da schnappen, ausscheidet.
Ach komm, wozu fahren wir überhaupt an die Box? Der Flügel ist eh nach 10 Sekunden wieder ab. Das möchte ich mal ausprobieren. Was machen die, wenn wir einfach hier an der Boxenausfahrt stehen? Einer der Aston Martins kommt da gerade entlang. Sebastian Vettel. Als ob der einfach stehen bleibt, echt? Dann können wir die vielleicht so rückwärts raus... ...hauen. Sepp? Tut mir leid. Es tut mir leid, Sepp. Oh Gott, wir haben ihn getötet. Wo ist der hin? Was ist mit ihm passiert? Ach, der wurde auf die Strecke zurückgesetzt. Okay, das sah echt ein bisschen brutal aus. Er ist auf einmal verschwunden und dann rollt dieses Rad da entlang. Aber gut, Sepp wird es wahrscheinlich gut gehen. Seinem Auto aber nicht mehr. Ich möchte dieser Schikane hier noch eine Chance geben. Giovinazzi. Oh, das war krass, oder? Nein, das hat nicht unser Auto beschädigt. Echt? Oh, ich war mir sicher, dass es das ist. Fast. Ah ja, ja, jetzt haben wir endlich mal das geschafft, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. So einen kleinen Stau. Auch Max Verstappen rauscht da rein. Hamilton ebenfalls. Gasly ebenfalls. Da werden jetzt ganz, ganz viele ausscheiden. Darauf hatte ich die ganze Zeit gehofft. Alle, fast alle sind da beteiligt. Wir haben kaum noch Fahrer im Rennen. Das war mega. Und die beiden Red Bulls, die kommen da unbeschadet durch. Und Gasly, aber sonst niemand. Genau darauf, dass sowas passiert, hatte ich wirklich die ganze Zeit gehofft. So hatten wir jetzt kaum Arbeit. Wir haben uns nur in die Schikane gestellt, hatten Glück, dass Giovinazzi uns nicht rausgehauen hat, das ja. Aber dann erledigen die hier die komplette Arbeit für uns. Was ein Autofriedhof hier in der Schikane, direkt vor der Wall of Champions. Und wir haben jetzt kaum noch Fahrer im Rennen. Ocon ist da anscheinend auch drin geblieben, Gasly, die beiden Red Bulls, gut, das sind wir, Tsunoda, der an der Box war, Stroll bei seinem Heimrennen und Mick Schumacher. Und das war's. Das sind was? Noch 7 andere, glaube ich. Oder so. Aber auf jeden Fall nicht mehr viele. Ich wusste aber, dass diese Schikane da gut für sein muss. Das war so mein erster Gedanke, als ich mir Kanada als Strecke überlegt habe. Diese Schikane. Und tatsächlich beschert die uns hier den bisher verrücktesten Moment. Okay, jetzt wird der Druck natürlich immer größer und größer. Jetzt noch auszuscheiden. Oh, das wäre nicht schön. Das wäre nicht schön. Wie viele haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, tatsächlich 7 andere. Da lag ich vorhin richtig. Wow, da liegt noch Vettels Reifen in der Boxenausfahrt. Erstmal gucken, was hier abgeht. Oh ja, da liegt einiges. Am besten fahren wir da auch gar nicht drüber. Da zieht man sich mit Sicherheit einen Reifenschaden zu. Einer der Red Bulls kommt hier schon rausgefahren. Ja, wow, da ist der Reifenschaden schon durch den einen Frontflügel, der da lag. Aber wir konnten die Jungs hier ganz gut einsperren. Ne? Warten wir mal, bis die alle da stehen und dann können wir mit Sicherheit Spaß haben mit denen. Du hast einen Platten im rechten Vorderreifen. Plattfuß im Reifen vorne rechts. Oh, vorsichtig, jetzt nicht auszuscheiden. Ja doch, uns gelingt aber das, was uns gegen Vettel vorhin gelungen ist. Mit Perez zumindest auch sein Rad rollt ja so tragisch weg. Und Checo ist ausgeschieden, wurde auch irgendwie auf die Strecke zurückgesetzt. Ah, jetzt kriegen wir hier aber nicht mehr genug Schwung auf die Reihe, oder? Und ich würde auch gerne erstmal unser... Unser Vorderrad erneuern. Nicht, dass wir hier so rumgurken mit einem Reifenschaden. Das ist bestimmt nicht gut. Oh, das löst sich da sogar komplett auf, das Vorderrad. Ja, jetzt nicht irgendwie so ein DNF kassieren durch sowas. Da hätte ich nicht so Bock drauf. Wir haben es aber an die Box geschafft. Sehr schön. Eigentlich müssen wir es nochmal in der Schikane probieren, oder? Ich habe da so Angst davor, weil da halt der Erste, der in uns reinkracht, mit so hohem Speed ankommt. Aber das ist einfach mit Abstand das Beste, was man machen kann hier auf dieser Strecke. Der eine Alpha Tauri von Tsunoda wird der Erste sein, den wir uns hier gleich hoffentlich fangen können oder uns zurechtstellen können. Und dann kommen gleich auch schon ein paar weitere an. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, wir sind noch dabei, wir sind noch dabei. Und ich glaube, die alle nicht, oder? Achtung, wir nehmen Schaden an der Radaufhängung. Wir nehmen Schaden an der Radaufhängung. Oh, sag nicht sowas. Sag nicht sowas. Was kann man sich denn alles beschädigen hier in dem Spiel? Ocon fährt immer noch weiter. Wie das denn? Ich hab keine Ahnung. Die anderen beiden hat's aber richtig schön erwischt. 4 andere sind nur noch im Rennen. Oh Gott, jetzt wird's richtig spannend. Oh, das war knapp. Nein, 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 nein. Nee, nichts Unüberlegtes machen jetzt. Gar nichts Unüberlegtes. Jeder Move, den wir irgendwie angehen, muss so safe wie nur möglich sein. Die Frage ist halt, was safe ist. Das an der Boxenausfahrt fand ich eigentlich immer ganz cool. Dafür müssen wir es aber erst schaffen, ein paar Jungs hier Frontflügelschaden zu ziehen, sodass die überhaupt an die Box müssen. Am besten fügen wir eigentlich hier in dieser ganz langsamen Haarnadelkurve den Frontflügelschaden zu, oder? Boah, das hat ganz schön gekracht da mit Stroll. Der wird aber Schaden haben, oder? Oh, und da stoppt sogar noch jemand. Irgendwie... Ah, das ist Ocon. Das ist Ocon, der jetzt die ganze Runde lang zurückgeschlichen ist an die Box ohne Frontflügel. Schaffen wir das noch an die Ausfahrt zu kommen, bevor der mit seinem Stopp fertig ist? Ich weiß es nicht. Stroll kommt aber auf jeden Fall rein. Das ist schon mal alles andere als verkehrt.
Na, Ocon können wir aber nicht mehr abfangen, oder? Der ist leider ein bisschen zu weit vorne, oder? Mal sehen. Oh. Okay. So viel zum Thema nur noch überlegte Moves. Sehr schön. Das hätte echt gewesen sein können. Ja, wir dürfen halt auch nicht zu weit zurückfahren. Nicht, dass wir dann irgendwie auf die Strecke zurückgesetzt werden. So ist, glaube ich, okay, oder? Das sollte reichen, dass der hier stehen bleibt. Und dann hoffen wir jetzt einfach, dass das nochmal funktioniert. Nein, nein, diesmal war es nicht so effektiv. Oh, diesmal war es nicht so effektiv. Bleib stehen, Lance, bleib stehen. Nein, ah, nee, das war es eigentlich schon, oder? Schaffen wir es, den da zurückzuschieben? Ich will jetzt auch keinen Motorschaden bekommen oder so, wenn wir hier Gas geben die ganze Zeit auf einer Stelle. Das kann nicht so gut sein für unser Triebwerk. Ah, wird das hier noch was oder eher nicht? Ah, ich weiß es nicht. Wohl fühle ich mich dabei gerade nicht. Vielleicht sollte ich das auch nicht unbedingt. Nee, komm, lassen wir den fahren. Lassen wir den fahren, das ist mir zu heikel. Der muss eh jetzt nochmal an die Box und dann bekommen wir vielleicht eine weitere Chance. Da kommen direkt zwei auf einem Haufen jetzt. Ocon und Schumacher, unser Teamkollege, der hier immer noch dabei ist. Wie auch immer, der macht das anscheinend richtig gut. Mick hält sich ja aus den meisten raus. Oder hat er einfach Glück, dass wir den noch nicht erwischt haben bislang. Ocon schnappen wir uns aber. Oh, und der kommt ganz gut aufs Gras ab. Fährt aber nicht gegen die Wand, oder? Nein, nein, da ist er noch dabei. Kommt gerade hier aus dem Staub hervor. Okay, der ist erstmal umkehren. Unsere nächste Chance haben wir gegen Stroll. Der muss an die Box, das wissen wir. Und da können wir den wieder abfangen. Oh, Ocon kommt auch rein. Ocon kommt auch rein. Der hat anscheinend irgendwie Schaden davon getragen. Bei der Aktion da eben. Bleib stehen, Lance. Bleib stehen. Ja, komm. Nein! Jetzt wurden wir echt irgendwie komisch zurückgesetzt. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das hat vorhin so gut funktioniert. Und jetzt, wenn es voll und ganz drauf ankommt, irgendwie nicht mehr. Oh, Ocon steht da aber so, als möchte er jetzt aus dem Rennen gehauen werden. Ja, das war's, das war's. Da ist es wieder gelungen. Das ist irgendwie voll der komische Glitch, glaube ich auch. Ich weiß nicht, warum der da jetzt auf die Strecke zurückgesetzt wurde. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Drei andere noch. Drei andere. Gleich haben wir es geschafft. Ja, 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 das war perfekt. Das war perfekt. Und vor allem waren wir auch nicht so langsam, sodass der Aufprall von Gasly gar nicht so krass war und uns nicht gefährdet hat. Oh, sehr, sehr gut. Pierre Gasly ist auch 1002 noch. Lance Stroll hier bei seinem Heimrennen und Mick Schumacher, unser Teamkollege. Wer von den beiden wird hier der Endgegner? Ich hoffe, dass es überhaupt einer von beiden wird und dass wir nicht gleich ausscheiden beim Versuch, den ersten von den beiden hier aus dem Rennen zu nehmen. Ah, ich trau mich da gar nicht. So, das ist cool, so eine 1 neben dem Schumacher-Namen zu sehen. Das freut mich sehr, aber für diese Challenge freut es mich nicht so sehr. Mick kommt hier jedes Mal irgendwie halbwegs unbeschadet vorbei. Und gefühlt hatten wir noch gar nichts mit dem zu tun. Ah, jetzt. Ah, okay. Da konnte sich aber den Front. Oder wir konnten ihm den Frontflügelschaden beschädigen. Ja, ich kann schon gar nicht mehr reden. Den Frontflügel beschädigen in der Situation. Und er muss an die Box. Halt, Mick. Halt. Ah, das ist gut. Das ist gut. So werden wir auf jeden Fall nicht zurückgesetzt. Ja, ja, wieder dieser komische Glitch oder was weiß ich, was das ist. Auch gegen Schumacher klappt der. Und jetzt haben wir den Endfight. Nikita Mazepin gegen Lance Stroll heißt der Kampf hier um die Last Man Standing Krone in F1 2021 hier in Kanada. Oh Gott, das wird jetzt intensiv. Ja, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Das war so ein Haufen Arbeit, wenn das jetzt schief geht beim letzten. Oh Gott, ich will es mir gar nicht ausmalen. Vielleicht hier, vielleicht hier. Da haben wir vorhin Gasly relativ souverän rausgenommen, in der, ich glaube, letzten Runde sogar. Na, ah, jetzt ist natürlich die Risikobereitschaft bei mir auch gar nicht mehr vorhanden. Aber irgendwann werden wir ein Risiko eingehen müssen, um den hier rauszuhauen. Ah, Frontflügel. Wenn der Frontflügel immerhin schon mal ab wäre, dann wäre das schon mal gut. Aber ich glaube, nicht mal das haben wir hinbekommen, oder? Ah, nee, der fährt hier noch viel zu schnell dafür, dass er Frontflügelschaden hat. Oder viel zu schnell, um Frontflügelschaden zu haben. Können wir den noch einfangen bis zur Haarnadelkurve? Oder müssen wir uns gedulden bis zur nächsten Runde? Nee, das schaffen wir leider nicht mehr. Oder haben wir Glück und der muss an die Box, Lance Stroll? Nein, tatsächlich hat das nicht gereicht. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wo wir das am besten machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall in der Schikane. Das ist viel zu riskant. Es muss irgendeine langsame Kurve sein. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so ein paar Runden hier um die Strecke gefahren, um irgendeine gute Stelle zu finden. Ich glaube, am wenigsten Risiko gehen wir hier ein.
Die Frage ist halt, was genau wir hier machen sollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir es ja auch, seinen Flügel immerhin zu beschädigen. Und dann können wir auch an der Boxenausfahrt was probieren. Da haben wir auch schon einige Leute heute rausgehauen. Oh Gott, bin ich nervös. Da kommt Lance jetzt an. Ist nur noch wenige Meter von uns entfernt. Puh, der Showdown hier in Montreal. Wo ist er? Wo ist er da? Komm, geh da außen hin, gehen da außen hin und dann drängen wir ihn in die Wand erstmal. Das muss zumindest reichen, um seinen Flügel zu beschädigen. Das war's noch nicht, aber der Flügel ist ab von Stroll, okay. Jetzt haben wir hier den Matchball sozusagen gleich an der Boxenausfahrt. Oh, bitte lass da jetzt nichts mehr schief gehen. Stroll ist drin. Ah, gegen ihn haben wir es halt schon oft probiert hier und oft hat's nicht funktioniert. Ich bin auch gespannt, wie viel unser Auto noch aushält. Viel kann das nicht mehr sein, oder? Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn die ganzen Teile vielleicht rot sind oder so. Aber gut kann das nicht sein. Am besten will ich es gar nicht rausfinden. Da kommt Stroll. Ich weiß nicht, wie weit fahren wir? So ein bisschen noch, oder? Das müsste ganz gut sein. Bleib stehen, Lance. Ja! Ja! Stroll ist draußen, oder? Stroll ist draußen! Wir sind der Last Man Standing hier in F1 2021! 20 Fahrer sind in dieses Rennen gegangen und einer ist übrig und das sind wir hier als Nikita Mazepin! Wuh! Boah, das ist so eine Anspannung, wenn man da beim Letzten ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es reicht halt eine Kleinigkeit, die schief läuft. Und es ist nicht geschafft, aber wir haben es geschafft. Ich würde gerne jetzt sogar noch ein paar Runden machen, damit da oben wirklich angezeigt wird, 1 von 1. Und ich weiß nicht, ob man ein Podium sieht in so einem Rennen. Aber es wäre schon cool, Mazepin hier ganz oben auf dem Podium zu sehen. Probieren wir es zumindest mal. Gleich ist es geschafft. Wir kommen hindurch durch die Schikane hier in Runde 23. Und an der Stelle, jetzt gleich an der Boxenausfahrt, in dieser Runde von Stroll, haben wir ihn aus dem Rennen genommen. Und somit steht da oben jetzt die 1 von 1. Das hätte natürlich nicht sein müssen, jetzt die ganzen Runden noch abzuspulen. Aber die 1 von 1 da oben, die wollte ich einfach sehen. Es hat echt mega Spaß gemacht. Ich liebe diese Challenges immer. Ah, leider gibt es aber keine Podiumsanimation anscheinend. Egal, aber das ist auch einiges wert. Platz 1, Nikita Mazepin. Alle anderen sind ausgeschieden, auch wenn Stroll und Schumacher hier noch irgendwie aufgezeigt werden und bei denen nicht DNF steht. Keine Ahnung warum, aber es waren ja alle draußen, das haben wir gesehen. Echt Wahnsinn, das hat mega Bock gemacht. Ging aber, muss ich sogar sagen, insgesamt ein bisschen leichter als erwartet. Ich hätte gedacht, dass das auf so einer ziemlich offenen Strecke wie Kanada schwieriger ist und uns größere Probleme bereitet. Aber es war doch gut machbar, auch wenn es natürlich nicht leicht war. Es reicht eine Kleinigkeit, die schief geht und man muss das Rennen neu starten. Also da kann immer einiges passieren. Stroll am Ende mit 7 Boxenstops, den haben wir ganz schön gefoltert. Aber er hat das immer alles gut überstanden und war als Vorletzter übrig. Das war's dann auch schon von diesem Video hier. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Übrigens gibt's auf meinem Instagram gerade ein Gewinnspiel für F1 2021. Falls ihr dort mitmachen wollt, dann geht gerne auf den Link zu meinem Instagram in der Beschreibung und dann könnt ihr das ganz easy machen. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen jetzt und bis bald. Haut rein!